Wir sind im EU-Vergleich eigentlich in allen Dimensionen unter den Schlusslichtern dabei. Wir sind das Land mit dem zweitgrößten Gender Pay Gap. Wir sind das Land mit dem drittgrößten Gender Pension Gap, also auch in der Pension bekommen Frauen weniger. Jede zweite Frau arbeitet Teilzeit in Österreich und mangelnde Kinderbetreuung ist oftmals ein Grund dafür. Die Kinderbetreuung ist auch wiederum ein Bereich, wo wir hinterherhinken. Es gab Betreuungsziele, die von der EU gesetzt wurden für die unter dreijährigen Kinder. Das Ziel für 2020 haben wir immer noch nicht erreicht. Das wurde jetzt auch ausgeweitet. Bis 2030 sollen 45% der unter dreijährigen in Betreuung sein. Das ist für Österreich ein sehr weiter Weg.